Viele haben es gerade schon gehört. Wir spielen es endlich wieder. Die Rede ist natürlich von Fall Guys. Und es macht einen Spaß, immer Fall Guys zu spielen. Gerade jetzt mit der neuen Season. Wir sind in der Season 2 und es kam das Update 2.5 heraus. Und gute Nachrichten, wir haben den Steam-Namen vor kurzem aus Fall Guys entfernt, damit keine anschlüssigen Wörter im Spiel erscheinen. Also du kannst heute einen neuen Namen erstellen mit leichter auszusprechen als Fall Guys 2345. Mein aktueller Name lautet The Real Wasting Treasure. Und diese Einstellungsmenü kannst du dir einen zufälligen neuen Namen erzeugen und den auch ändern. Und deswegen macht es natürlich auch viel, viel mehr Sinn im Vollgas. Ich wollte noch gar nicht starten, ich wollte ganz kurz noch im Menü reingucken. Nein, so schnell wollen wir noch gar nicht. Ich wollte mal ganz kurz hier ein bisschen die Outfits mir nochmal angucken, denn wir wollen mal wieder ein bisschen bunt durch die Gegend laufen in Fall Guys. Taktiken ist klar. Das ist auch klar. Und ja, Weird Wearing Treasure. Was für ein Name. Was für ein Name. Gibt es da sonst noch irgendwas Interessantes? Genau, Profil, das ist ganz frisch neu. Mit Y können wir ein neues erzeugen. Wir gucken mal, was da jetzt kommt. Spicy Sleeping Rebel. Das lassen wir doch jetzt mal. Das lassen wir jetzt mal und wir starten ins Hauptprogramm von Fall Guys. Es ist immer schön eine Runde Fall Guys zu spielen. Gerade tatsächlich mit dem neuen Update 2.5 gibt es natürlich auch wieder einige Neuerungen in Fall Guys. Und die können wir uns wahrscheinlich gleich anschauen. Hoppala, gleich anschauen. Natürlich erwarten uns wieder die schwindelnden Höhen. Und schwindelnden Höhen sind tatsächlich auch immer sehr, sehr besonders. Gerade wenn es Level-Updates gibt, ne? So, 3, 2, 1, and go! Ganz vorne mit dabei zu sein, ist immer was ganz Gutes. Dränge! Ein bisschen Dränge! So! Wow! Sind die schneller gestellt worden? Wow! Sind die fix heute? Ui. Nice! Hopp! Darauf! Hier kommt Obst runtergeflogen. Immer dieses Obst. Ja, und das Obst versperrt jetzt gerade den Durchgang. Das Obst kommt nicht durch. Oh, er strauchelt aber auch ganz schön. Schade. Aber unter den 20% sind wir. Und viele, viele tolle Namen. Publing Bubble ist mit dabei. Last Playing Bob. Bubbly Dancing Meme. Megalos Green Mouse. Viele interessante Namen. Falls ihr einer der Leute seid oder falls ihr gerade euren Namen entdeckt habt, seid gerade mit bei uns dabei. Das ist doch was richtig Schönes. So, das Hindernisrennen erwartet uns in Runde 2.
und natürlich Hindernisse überwinden ist, glaube ich, nicht so schwer. Ich stehe, glaube ich, irgendwo in der vorderen Reihe. Nee, ich stehe hier hinten. In der dritten Reihe. Doch, ich stehe doch ganz vorne. Da haben wir noch einen bunten. Scheiße! 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 Ach, shit! Ich wollte es so tun mit dem anderen da hinten durch. Ach, Mist. Lass mich durch, ich bin Arzt. Ich bin Arzt, ich muss durch. Lassen Sie mich durch. Nein! Nein! Okay. Ja. Tschüss. Tschüss. Schade. Schauen wir uns das aber noch weiter an, wer denn gleich vielleicht gewinnen wird in dieser Fall Guys Runde. Und wir werden heute so ungefähr 3 Runden spielen. Fall Guys. Sollte, glaube ich, reichen. Für heute mal. Denn umso mehr Zeit man zeitweise man spielt, kann es tatsächlich sein, dass man umso schlechter wird. Also die Früchte sind richtig gemein aktuell. Alles runde Früchte, die richtig gut rollen. Oh, das ist so gemein. Der Erste schafft's aber gleich. Oh, der Erste hat schon geschafft. Okay. Da kommt eine Pflaume und schon sind alle wieder zurückgesprungen worden. Oh, wie gemein. Achtung, Baumstab. Ah. 10 haben schon geschafft. 11, 12, 13, 14, 15, 16, jetzt schaffen sie es allein. 16, 17, hier ist noch einer und damit ist die Runde vorbei. Schade an die, die gerade rausgeflogen sind, aber mit diesen letzten 18 geht es in Runde Nummer 4 und Runde Nummer 4 könnte ein Teamspiel vielleicht sein. Warum ich das weiß, es ist meist so. Bei so einer hohen Anzahl ist es eigentlich ein Teamspiel. Genau, Reifenspringen ist angesagt. Blau gegen Rot gegen Gelb. Damit geht's los. Crazy Pink Surfer. Yo. Gelb hat den Ring bekommen. Ja, nicht ganz. Nicht dagegen laufen. Das hilft nicht. Oh, ja. Blau liegt gerade zurück. Gelb gerade den Ring geholt, den goldenen. Gibt 5 Punkte. Und sie hängen alle dran. Nice. Blau gerade noch zurückliegend, aber das kann sich ganz schnell ändern. Goldene Ring. Jo. Das ist der Basic Ring.
Weiter einer, wieder einer. Das geht aber heute hier fix. Blau war das schneller. Schade. Oh, Gleichstand. Team Blau ist längst raus. Gleichstand. Nein. Ah. Team Gelb ist raus. Da hat sich Team Blau kurz vor Schluss nochmal einen Gelben geholt. Ah, wie schade. Schade, schade, schade. Aber kein Problem. Weiter geht's mit den 12. In das große Finalspiel. Und im Finalspiel heißt es natürlich, wie gewohnt, wer wird sich den Sieg holen? Ist es hier Clever Smiling Joker als Wolf? Oder wird es bei Chili Money Bitter Screaming G-Nuts? Chili's Got a Tree? Spicy Little Snowflake? Fabulous Green Mouse? Red Tail Bean? Tootsie Flying Superhero? Sherry Swimming Eagle? Infallible Bottle Morality, der gerade raus ist. Clever Smiling Joker? Wir wissen es nicht. Ihr wisst es auch nicht. Und das wollen wir jetzt gemeinsam mit allen zusammen herausfinden. Plattformen, die wackeln, fallen zusammen. Chili Bunny ganz gut mit dabei. Fünf müssen noch ausscheiden. Sechs noch auf der Plattform. Wer wird als erstes gleich fliegen? Wow, da hat es einen gerade weggerissen. Zwei sogar. So, letzten drei. Wer holt sich's von denen? Red Chili, Butter Streaming und Marvel. Einer von den dreien wird es sich gleich holen. Die goldene Krone in Fall Guys Ultimate Knockout. Da ist er. Nein, doch noch nicht. Ich dachte schon. Ist das eigentlich? Das ist Bitter Streaming Genius. Marvelous Green haben wir hier. Und Red Chili Bunny haben wir hier. Oh, die Kamera zeigt mir gerade nichts mehr. Ihr seid wirklich ganz gut. Ihr seid sowas von gut. Selten gibt es so Leute, die so lange dieses Level aushalten. Denn der untere Balken wird immer, immer schneller. Hundertprozentig. Und irgendwann, da hat's den geschossen. Den Streaming. Ich habe schon seinen Namen vergessen. Diesen Namen kannst du dir auch wirklich schlecht merken, ne? What Chilling und Marvelous Green. Wer wird das jetzt gleich machen? Einer von den beiden. Wird das noch hier überleben? Oder nach unten in die pinke Hölle fliegen. In den pinken Slime. Unglaublich. Unglaublich. Thank you.
Wow, Marvelous ist raus. Mein Gott, was für ein Game. Glückwunsch, Red Chilling Bunny. Für eine der weiteren Kronen in Fall Guys. Na komm, ich bin in Runde 2 ausgeschieden. Ja gut. Ach komm. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt ganz fix weiter in Fall Guys und spielen unsere nächste Runde. Mal gucken, ob es jetzt hier in Runde 2 deutlich besser wird als in Runde 1. Und ich muss wirklich sagen, ich habe ja Fall Guys schon ein bisschen länger gespielt. Gerade auch in der Testphase, wo das Spiel gerade getestet worden ist und so weiter und so fort. Da lief es wirklich alles gut. Seit Season 2. Ohne Scheiß, sag ich wirklich so, wie es ist. Es wird schwer für mich. Es wird wirklich schwer. Die Level sind wirklich schwerer geworden. Unglaublich, aber es ist so. Aber es liegt einfach auch daran, weil ihr einfach zu gut seid. Ne? Weshalb die Level immer schwerer werden. Kaum zu glauben, aber okay. Machen wir weiter, Fall Guys, neue Runde. Hindernisrennen. Da sind wir gerade ausgeschieden. In der letzten Runde. War aber auch knapp. So, und falls ihr euch interessiert, Fall Guys ist immer noch in Season 2. Season 2 läuft noch. Und es gab ein Season-Update. Deswegen sind wir jetzt schon auf der Version 2.5. Und haben einige kleine Neuerungen in den Levels mit dabei, die euch vielleicht gar nicht so schnell auffallen. Na, ah, schade. Ach Mist. So, gehen wir den langen Weg. Hier mal fix durch. Hier drängen wir uns auch mal durch. Lass mich doch mal durch. Ich bin doch Arzt. Wow. Dankeschön für dein Follow, Noah. So. Wow. First. Selten, dass ich mal der Erste werde. Selten, dass ich der Erste werde. Das habe ich noch nie gehabt. Ich glaube, ich habe es bei einigen Levels schon mal gehabt, dass ich der Erste wurde, aber bei dem ist es meist immer schwierig. Gerade wenn es ums Thema den Slime hochkraxeln und so weiter und so fort ist, ist nicht immer so einfach, muss ich wirklich sagen. So. Was bricht uns vielleicht jetzt das Genick? Große Fans. Okay. Das ist neu. Das kam mit dem Season Update auf Season 2. Sehen wir hier an der Burg. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie. Genau. Okay. Das kannst du. Das kann doch nicht sein, dass wenn du. Dumm auf der Plattform stehen, das ist doch. Das geht doch nicht. Du kannst doch hier nicht so lange auf der Plattform stehen. Huh. Vor allem, ihr geht hier einfach so drüber lang. Okay, es klappt, ja, aber. Oioioioioi. Leute. So. Nein. Ach, Mist. Natürlich an einer überschattetsten Ecke überhaupt. Ach, immer durch. Hier drauf. Ach, Leute. Lass mich durch. Ah!
Shit. Aber die ersten sind schon da hinten zu dem Ziel. Das kann's doch nicht sein. Wie macht ihr das? Entschuldigung, aber... Leute. Also, hier verliert man, glaube ich, richtig, Leute. Naja, ein paar Leute schaffen es ja, ne? 17 haben es ja schon geschafft. Oder ich stelle mich einfach nur so ein bisschen zu blöd an. Das kann natürlich auch sein. Das kann es nicht sein, ey. Die Streaming-Community schüttelt sich den Kopf. Wie blöd ich mich zeitweise anstelle. So, ich bleib jetzt hier stehen. Ach nee, ey. Hopp. So, langsam aber sicher ernährt sich das Eichhörnchen. So. Zwei dürfen noch ins Ziel. Okay, wir sind im letzten Checkpoint. Zwei sind schon vorne. Nein! Ach Mist. Der eine hat schon geschafft. Einer darf noch. Der ist auch schon da. Der ist auch schon da? Ja. Ah, schade. Schade. Schade, schade, schade. Naja. Ist ja auch nicht schlimm, ne? Fliegen wir nochmal wieder raus. Ja, gut. Na gut. Komm. Mit dem Rest ohne mich geht's in Runde 3. Ich nehme die Maus mal raus. Die stört so ein bisschen. Reifenlegenden. Und das auch im wunderschönen Mittelalter-Style. Habe ich auch schon mal gespielt und habe ich auch verloren. Sage ich jetzt gleich dazu. 6 Punkte erreichen, dann hast du gewonnen. Und diese ganzen Holzplattformen, die kann man auch verschieben. Sag ich immer gerne mit dabei. So wie es hier unser Orange Fishing Queen macht. Denn wenn die Plattformen dann mal gut gesetzt sind, dann kommt man auch mal auf größere Plattformen drauf. Oder auch mal an Ringe dran, die etwas weiter höher hängen. Punkt 2. So, zwei Leute haben sich schon zurückqualifiziert. Aua! 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 Die böse Sense. Schade, dass die Sense eigentlich tatsächlich doch noch zacken könnte. Wäre vielleicht mal fürs nächste Season Update mal was Gutes, ne? Aber dann ist die Frage, wer ist das Spiel noch ab 12? Entschuldigung, aber ich habe gerade so matanische Gedanken. Schiebt euch doch die Plattform. Schiebt euch doch die Plattform. Denn wer den goldenen Ring sich krallt, hätte mit 5 Punkten schon mal, oder wäre mit 5 Punkten schon sehr, sehr weit vorne. Und weiter geht's natürlich erst, wenn die 17 Leute sich qualifiziert haben. Und alle wollen sie den goldenen haben. Knapp. Sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Ja, fast. 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 Wieder fast. Na, ja, fast. Alle wollen so, ja. Schade, Orange Fishing. Schade, aber nah dran. Man wollte den goldenen haben und dann kam man nicht an den goldenen ran.
Schade, schade, schade. 10 Leute schon qualifiziert. Der Hälfte auch schon gerade. Und die goldenen Sterne oder Ringe sind auch schon so gut wie wieder weg. Nee, da hängt noch einer. Auch der ist gerade weg. Schade, schade, schade. Schnell noch an die 6 Punkte rankommen. Und die 6 Punkte natürlich dann auch umzusetzen, um ins nächste Runde zu kommen. Ah, vorbeigeflogen. Nein. Da ist keiner mehr. Schade. Schon vorbei. So schnell kann es gehen. Und ein goldener hing da auch noch. Schade, 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 schade. Aber komm, 17 in Runde 4 ist doch schon mal was ganz Gutes, denn von den letzten 17 wird es vielleicht ein Drittel oder die Hälfte schaffen, in die neue Runde zu kommen, denn es geht jetzt tatsächlich auch schon ins Finale weggehext. Ein Spiel, ein Finalspiel, was hier nicht nur auf Geschicklichkeit, sondern auch auf Interesse bzw. auf Geschick so ungefähr aufgebaut ist. So wie es Spikettl Empor macht, denn er macht es eigentlich ganz genau richtig. Lange wie möglich auf einer Plattform stehen bleiben. Und so viele Felderchen ausnutzen, um nicht so schnell hier unten in die Tiefe zu fallen. Und da unten sind schon sehr, 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 sehr viele. Und damit ist der erste auch schon raus. Wir gucken mal nach oben. Nach oben kann ich jetzt gerade nicht gucken, aber ich glaube, da oben ist noch einer. Da unten war einer. Okay. Ich glaube, hier ganz oben ist keiner mehr. Ja. Blöd nur, wenn andere so ein bisschen schneller waren und man jetzt schon sehr, sehr wenig Fähigkeiten noch hat. Da muss man sich tatsächlich auch schon mal ein bisschen umgucken, wo man denn hin will. Blöd nur, wenn man dann tatsächlich auch sehr schnell rausfliegt. So, 15. Oh, hier sind zwei. Raus, raus. Und damit hat der Letzte da gewonnen. Ich weiß nicht, wer das war. Lass weiter, Kid. Glückwunsch. Tschüss. Wir schießen dich mal ins All und kriegst eine wunderschöne Krone. Ja, ich bin schon wieder rausgeflogen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. So. Neue Runde. Neue Runde machen wir. Lieber Noah, naja, so richtig viel zusammenspielen bringt eigentlich auch nicht viel. Da du ja dann nur in meiner Lobby mit drin wärst, ne? Einfach allgemein würde ich sagen, Vollgas spielen. Vielleicht bist du ja mittendrin. Gerade jetzt in der neuen Runde. Mit etwas Glück. So. Och, nicht schon wieder. Also, das Spiel mag mich heute, dass wir wieder große Fans spielen. Ein wirklich schwieriges Level, um auf die andere Seite zu kommen. Bewegliche Plattform. Nicht viel Platz. Und sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Stauraum. Beziehungsweise Luft. Gedränge, Gedränge, Gedränge. Nicht so viel drängeln hier bitte. Dankeschön. Ich versuch's mal. Ja, sehr schön. Oh. Ja, sehr gut. Da
Wenn man es einmal gespielt hat, hat man so ein bisschen den Dreh raus. Da, ja. Guck, ich wollte zu viel. Aua, warum bist du denn aufgetaucht? Wo kommst du denn her? Ja, man könnte rüberspringen, ne? Ja, hast recht. Oh. Oh. So, jetzt können wir hier rauf. Ich bleib hier mal stehen. Ist etwas safe hier. Denn ich möchte nicht wieder von vorne anfangen, weil ich gerade schon so weit bin. So. Letzte Hindernis. Upp. Oh. Spring ich in den luftleeren Raum? Also das ist ja mal wieder Logik von Benny, das ist normal. Oh, ich war an der Kante. Wie gemein. Die Frage ist, stehen bleiben oder rüberspringen? Nein, jetzt ist die Plattform auch schon weg. Ach, Mensch. Jetzt aber. So. Oh, ich bin schon wirklich... Ich riskiere es jetzt nicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich mach's langsam. Wir schauen uns das mal so ein bisschen hier an. Das sind genug. Wir gehen aber mal ins Ziel, um uns die restlichen Leute nochmal anzuschauen, die weiter hinten sich befinden. So wie Gigi Dancing Jesus. Der ist auch in der letzten Runde schon. Jetzt auch schon im Ziel. Gehen wir mal weiter. Wen haben wir denn hier noch? Royal Charging hatten wir doch gerade schon mal gehabt, glaube ich, in der Runde. Fliegt ein bisschen. Naja, gut, okay. Ich bin aber schon mal froh, dass es endlich kein großes Cheating mehr hier gibt in Fall Guys. Und das war tatsächlich zu einem Punkt des der Anfangszeit nicht so schön, das gebe ich ehrlich zu. So. 31 sind schon im Ziel. Ich ja auch. Geh mal weiter hier gucken. Hier fliegt einer so ein bisschen drumherum. Nicht so viel festhalten. Nicht so viel festhalten. Guck, das hast du nun davon. Das hast du ihn runtergeschmissen, ne? So. Damit ist die Runde zum Glück schon vorbei. Schön. Kommen wir mal so ein bisschen in die nächste Runde. Rauskommen. 30 Stück noch da. Von 60. Also, das, die gute Hälfte ist schon weg. Die Frage ist, wenn jetzt nur noch 30 da sind, was ist mit dem Rest passiert? Das heißt, wir haben früher abgebrochen. Gibt es doch ein internes Time Limit? Oder haben die Leute disconnected? Ich weiß es nicht. Aber wir schnappen uns jetzt erstmal ein paar Eier und bringen sie in unsere Burg. Das machen wir. Und damit geht's los. Ein paar Eierchen holen. Am besten die goldenen. Das sind die besseren. Und wenn man sich hier so ein bisschen im Gedränge ist, nimmt man sich einfach mal ein Ei. Und wartet ein bisschen auf die Brücke. Los, komm, Brücke. Danke. Och, ich wollte doch gar nicht rein. Wir sind denn auf... Och, wir sind ja vorne. Das ist ja sehr gut. Dann können wir ja mal hier bei Team... Irgendeinem Team mal hier ein paar Eier klauen. Hier ist ein goldenes. Oh, das nehmen wir mal ganz schnell an uns. Ja, nehmt euch das. Sehr gut. Sehr gut. Thank you.
Nimmt euch das Ei. Nehmt euch das Ei. Wir brauchen es viel, viel dringender als ihr. Schade. Ich bin runtergefallen. Mist. Okay. Wir schauen uns mal hier ein bisschen um. Team Gelb ist ganz in der Unterzahl. Das ist gut. Das heißt, hier drin ist kein Ei. Ja. Hallo. Na komm, Ei. So. Oh. Oh, wie war das denn? Wie konntest du denn hier die Eier ganz gut rausholen? Ich vergesse das immer wieder. Entschuldigung, aber nee. Wir haben trotzdem gewonnen. Wir haben trotzdem gewonnen. Schade an Team Gelb. Schade an Team Gelb, tut mir wirklich leid, aber wir müssen mal ein bisschen weiterkommen, ne? Als immer nur Runde 2 oder 3, ne? So. 19 noch mit in der Partie. Und damit kommen wir in die nächste Runde von Fall Guys. Und haben natürlich auch eine wunderschöne Map. Und das nennt sich Wandsturm. Wir kennen ein anderes Spiel, das nennt sich Torlauf oder Türenlauf. Das ist jetzt hier so ein bisschen anders. Jetzt müssen wir uns hier den Weg selber erstellen. Und auch über die Hindernisse drüber springen. So. Damit machen wir uns jetzt erstmal einfacher. Wir klettern erstmal hier hoch. Um dann hier rüber zu kommen. Ach, shit. Okay, hier steht schon eine Plattform bereit. Das ist super. Schön, zum Glück können wir ein bisschen klettern. Das macht es wirklich einfacher. Nein, da kommen wir nicht hoch. Shit. Ah. Entschuldigung. So, hier einmal wieder rauf. Oh. Shit. Leute. Ich will hier rauf. Und auch hier rauf. Jetzt drängelt man nicht so viel. Jetzt aber. So, jetzt müssen wir uns hier mal irgendwie so eine gute Stelle suchen, wo wir raufkommen. Oh! Ah! Ich bin gegengesprungen. Schade. Schade. Ist wirklich schwierig. Ist wirklich schwierig, die Mauer zu erklimmen. Ist wirklich, wirklich schwierig. Ist nicht gerade leicht. Aber komm, wir haben es probiert. Wir sind weit gekommen. Damit sind nur noch 11 Leute da. Und damit heißt es, glaube ich, jetzt Finale in Fall Guys. Und was das für ein Finale ist, das schauen wir uns jetzt an. Es ist nämlich Zehenspitzen. Nein, es ist erstmal noch ein Rennen ohne Finale. Okay. 11 Leute, die auf Zehenspitzen sich einen Weg ins Ziel bahnen müssen. Wer wird es schaffen? Groovy Ferris sind dabei. Banner Secret. Gifty Shipping. Blanchet Leaping Malone. Gentleman Topping Lion. Macht das schon ganz, ganz gut. Einfach mal irgendwo drauf treten und gucken, ist der Weg richtig oder ist er falsch. So, da vorne geht's ganz gut weiter. Ich gehe mal zurück. So, links rum, rechts rum oder dann doch geradeaus oder doch nochmal zurückfallen. So schnell kann das passieren. Am besten Weg merken, damit man dann doch nicht irgendwie auf einer falschen Plattform steht. Das war falsch. Tut mir leid. So, Weg gefunden und damit geht es jetzt ganz, ganz schnell. Und damit sind auch 6 Leute im Finale mit dabei. Schade an die 5, die gerade rausgeflogen sind, die einfach mal es nicht gewagt haben, geradeaus nach vorne zu gehen. Aber kein Problem. Mit 6 Leuten kann man ein Finale ganz gut bestreiten.
Und was das ein Finale wird, das entscheidet wie immer der Zufallsgenerator. Und der entscheidet, die Bergspitze ist es. Damit haben wir, glaube ich, heute alle Final Games gezeigt. Das ist auch ganz gut. Und einer von den sechs, die jetzt noch mit dabei sind. Gifty Sheeping, Gentleman Topping, Groovy Fallout, Borderlands Secret, Fabulous Bouncing Cookie und Quick Relaxing Cheese. Einer von diesen sechs wird es jetzt schaffen, nach oben an die Bergspitze zu kommen. Und vorne ist gerade Groovy. Nein, doch, mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit... Wo haben wir ihn? Nee, hier haben wir ihn gar nicht. Doch, jetzt ist er hier vorne. Oh, er strauchelt, aber er strauchelt. So, wer wird das Rennen machen? Einer von den Krone geschnappt. Wer hat es sich? Fabulous Bouncing Cookie. Glückwunsch. Glückwunsch und Sieg in Season 2 von Fall Guys. Wir haben es bis Runde 3 geschafft, aber in Runde 3 leider ausgeschieden. Schade. Yeah, wir haben ein neues Mode bekommen. Cool. Wir wurden bald eine neue Hose bekommen. Wow, interessant. Aber Fall Guys macht natürlich richtig viel Spaß, wenn ihr natürlich auch mitspielt. Also spielt am besten noch eine Runde Fall Guys, solange Season 2 noch läuft. Wann Season 3 kommt, weiß man nicht so ganz. Endet in 21 Tagen, da steht es ja. Und dann folgt Season 3. Was euch in Season 3 erwartet. Da sind wir mal so drauf ein bisschen gespannt, was auf Season 3 erwartet. Ich könnte schon was sagen, ich weiß es aber selber nicht. Und bin einfach mal gespannt, wann Season 3 wirklich losgeht und was in Season 3 alles so Schönes Neues ist. Wir spielen gleich was anderes, Schönes, Cooles, was nicht Fall Guys ist. Und ist, denke ich, auch was Gutes. Also in diesem Sinne, bis gleich zu einem weiteren schönen Spiel. Das war eine kleine Runde Fall Guys. Was man so immer mal so ein bisschen braucht, um runterzukommen, zu entspannen. Also, richtig schönes Ding. Schaut es euch gerne an, Fall Guys, auf Steam und auch für die PlayStation 4. Also, immer fleißig zocken und gibt immer viele weitere schöne Momente in Fall Guys, damit es nie langweilig wird. Wirklich, wirklich nie. Also, bis gleich.